So, viel Spaß, meine Kleinen. Holt euch einen kleinen Snack. Hey Leute, hier ist der alte Mal zurück mit Mountain Blade Bannerlord. Wir sind auf dem Weg nach Xehanon, wovon bald eine Waffenlieferung aufbricht. Die müssen wir jetzt noch abfangen. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir sind schon bankrott. Scheiße. Mist. Und willkommen zurück zu Mr. Bankrott. Oh Gott, wir müssen da alles verkaufen. Bis auf mein letztes Pferd. So, was haben wir denn hier? Zwei imperiale weg. Weg damit. Askaraten weg. Brauchen wir nicht. Dann haben wir, guck mal, jetzt haben wir nochmal Kohle gemacht. Sehr gut. Wir schaffen das schon. Ich komme raus aus dem Miesen. Könnte mal eine Werkstatt kaufen. Ich könnte hier sogar eine Werkstatt kaufen. Weißt du? Machen wir jetzt einfach. Der Gerber. Reden. Nee. Geht nur Karawane. Hey. Ich dachte, der hat das hier. Hey. Machen wir das woanders. Jetzt warten wir erstmal hier auf die Karawane. Wir warten auf die Karawane. Die hat bestimmt doch Waffen dabei und so. Steht da, ist ja, soll ja Waffenlieferung sein. Mm. Oh, da müssen wir noch vorbei. Ne, ich wollte eigentlich hier oben ja Holz kaufen. Jetzt sind wir ja schon hier oben. Weil Batania ist super für Holz. Die haben Holz vor der Hütte. So, jetzt haben wir Holz. Ich könnte aber noch dahin. Dann haben wir wirklich einiges an Holz. Oh, Essen geht runter. Ah, Lösegeld. Ja, wir alle lieben Lösegeld. Nein. Sehr schön. Sehr schön. Ich muss noch ein bisschen Essen kaufen. Wir schaffen das schon. Da ist sie. Alter, lol. Ja, geil. Also ich darf jetzt keine neuen Truppen erstmal rekrutieren. So, und los. Los geht's. Illegale Waffenlieferung. Nicht registrierte. Oh, coole Karte. Lass mich durch, bitte. Dankeschön. Jeder nur eine Armbrust. Die werden schon noch kommen, von selbst. Troop, make a shield wall! Troops! Wer sind die schon? So, loose formation! Wow! Troop, infantry, form a wall! Soldiers! Infantry! Forward! Yeah! Troop!
Soldiers! Hold fire! Machen wir es lieber von hier. Oh, Lancelot, Entschuldigung. Ja, ich sollte mich bewegen. Oh, voll in den Kopf. Ein Rad, sehr schön. Ich bin stolz auf dich. Da ist er. Ja, jetzt kommen sie nämlich. Sehr schön, sehr schön. So, viel Spaß, meine Kleinen. Holt euch einen kleinen Snack. Und wenn die da angreifen, dann schicken wir die auf die Bogenschützen. Wo wollt ihr denn jetzt hin? Das ist aber nicht der Plan gewesen. Okay, los geht's. Rein da, egal. Ach du Scheiße. Was ist denn da? So, weg damit. Oh, die haben richtig gute Truppen dabei. Oh, oh! Edel, edel. War das denn jetzt eine Karawane? So mit dem ganzen Zeug? Nee, ne? Krasse Karte hier. 15 Tote. Das ist so schade. Aber die haben krasse Einheiten. Einhand- und Zweihandschwert. So, das muss alles verkauft werden. Ich darf gar nicht reingucken. So, dann nach Hause. Ja, mit einer Burg anzufangen ist keine gute Idee. Naja, wir hoffen jetzt nochmal auf Rebellen. Dann gucken wir, ob wir unsere freundlichen Söldnertruppen anheuern können da. Und dann? Und dann? Rochus, geht doch, Rochus. Ja, wir brauchen halt saubere Infrastruktur, Medizin, Stadtprojekte in Hygiene, Gesundheitszusammenhängen. Verleihen ebenfalls einen Bonus auf Wohlstandswachstum. Ihr erhaltet regierte Dörfer 30% schneller zurück. Was? Hä? Erhöht Treue der Siedlung täglich um 1. Truppen mit Rang 1-2 haben 30% Chance, sich von tödlichen Wunden... Yo.
Sonst noch mal Athletik, wie gesagt, das müssen wir dir boosten. Die Nahkampfsau. Schlachtensau auch genannt. Ja, den müssen wir richtig einpanzern noch. Genauso wie den Einrad. Da ist auch noch einer mit 42. Der auch noch weg. We're just harmless. Ihr wiederholt euch. Tut mir leid, dass ich da immer so schnell durchklicke, aber wir haben halt nicht ewig Zeit, ne? Oh, ich bin ein bisschen zu weit gelaufen. Entschuldigung. Weil ich habe zu viel schwarzen Tee getrunken. Ich bin ein bisschen hibbelig heute. Ah. Lecker. So. Tja, jetzt müssen wir warten. Klar, ich könnte jetzt noch mehr Karawanen machen. Ich will aber eigentlich nicht meine Companions auflösen, deswegen. Ich gucke auf jeden Fall nach der Aufnahmesession hier mal, nach der nächsten oder so Folge, wie das jetzt mit den Companions aussieht. Nochmal. Reserve ist noch drin. Ja, es geht ja, eigentlich müssten wir jetzt nicht. Wir suchen jetzt mal Quajatz auf und schmieden mal das Level 1 Zeug klein. Guck mal, die sind noch alle hier, die Söldner. Guck. Gehören, glaube ich, keinem. Weil keiner Krieg hat. Nee, hässlich. Hässlicher Schund, den will ich keinem von uns geben. So, Schmiede. Einschmelzen. So, jetzt nochmal. Auf ein neues. Kohle. Yo! Dass man hier Ausdauer hat, macht wirklich spieltechnisch keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Egal, was der haben will. Er kriegt das, was er kriegt. Alter, das ist so geil hier, ne? Die Waffen, die man schmieden kann, ist echt. Wie sieht's denn eigentlich aus mit... endlich einem neuen Streitkolben? Ich meine, wir haben den, aber immer noch keinen hier. Bald aber, bald. So, und jetzt suchen wir nach... wilden Banditen. Die feuchten Banditen. Die klebrigen Banditen. Verdoppelt die Chance, durch Schmieden neue Herstellungsteile zu erlernen. Charakter kann aus zwei Einheiten Stahl, Einheiten Feinstahl sowie Einheiten Roheisen. Ja, es ist beides. Ich meine, ich mache jetzt mal das mit dem Schmelzen, weil ich glaube, so viele Sachen, wie ich jetzt machen kann, also permanent, sollte das nicht mehr so Problem sein. Ja, soll ich das versteckter wegmachen? Ich weiß ja nicht. Problem ist, viele Wüstenbanditen sind halt nie. Sonst gehen wir halt Plünderer suchen in Vlandia. Ja, Geld ist okay. Ich glaube, wir lassen das jetzt. Ich wollte jetzt die Garnison kleiner. Wir sagen nichts mehr. Ne? 322 ist eine gute Zahl. Das lassen wir jetzt lieber. Recruit von Regions auch aus. Ich lasse das mal mit den Prisonern an. Dann haben wir ja kein Problem. Lass uns mal so. Ich könnte das Verlies noch verkaufen. Das wäre eine gute... Also nur noch 21 drin, der Rest rekrutiert oder was? Plünderer, ey. Die Kavallerie nehmen wir mit. Die brauchen wir nicht in der Burg. Sehr schön. Sind wir auch noch mal einige schneller jetzt bestimmt. Auf geht's. Banditen jagen. Plünderer.
Palarundara. Ja, wir können mal eine Rundreise machen. Wir haben, wie gesagt, wir haben ja keinen Krieg. Pass auf, Krieg, bumm, Riesenarmee verloren. Nee, das lohnt nicht. 12. Komm, wir gehen mal hier durch die grünen Ebenen. Ne? Und hoffen auf Rebellen und so. Wir hoffen auf Rebellen. Oh, hier, guck mal. Oh ja, komm her, mein Freund. Er irrt umher. Ein ehemaliger Sargot-Rebell. Oder von hier, ich weiß es nicht. Kommt aus der Gegend. Ergebt euch oder sterbt, mein Freund. Das spielen wir. Troops. Ja. Forward. Ja! Guck mal, wie cool. Ja. Kann man einfach drüber rutschen. Everyone on my flank. So move. Troops move. Guck mal, wie groß die Karte auch ist. So muss das sein. Okay, alles klar. So viel zum Thema groß. Troops! Soldiers! Move! Infantry, move! Forward! Das ist alles... Oh, scheiße. 90 Fernkämpfer. Jo, da sind wir wieder. Ich weiß schon, was wir machen. Da können wir nicht lange warten. Na! Troops, follow! Stand apart! So move! Ich häng mal das Feuer auf mich. Troop and factory! Shields up! Footman! Jump! Soldier! Attack! Und los geht's. Das ihm gehört, der Regen an Pfeilen. Und los geht's. Da kommen sie, die wilden Horden. Das ist auch cool, oder? Die wilden Horden. Ja, ja! Schild! Boah! Knapp. Mann! Ich will doch nur töten! Lass mir doch was! Aha. Was ist denn los mit mir? Das war's, das war's, das war's. Sehr schön.
Sehr schön. Ach komm, geh. Geh, du Lappen. Warte mal, sind das spezielle Gefangene oder sind Landia? Okay. Weg damit. Wenn wir dem die jetzt verkaufen, wird die Garnison noch nur... Alter, scheiße, der hat doch noch eine große Armee. Der hat 20.000? Nee, das ist eine andere. Oh, Gott sei Dank. Puh, ich dachte schon. Nein. Ach, für 2.000. Können wir die auch meiner Garnison verkaufen. Don Luca, sehr schön. Ich bin stolz, ich bin stolz. Ach ja, ich soll nur Wendt noch eine bessere Rüstung geben. Jetzt haben wir den gerade wieder auf Juk geschickt. Handeln. Fokus ist Maximum. Dann kriegt er als nächstes Reiten. Reiten, Reiten. Reiten, Reiten. Reiten, ja, Reiten. Reiten, Reiten, Reiten. Es sinkt weiterhin, das ist gut. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich habe alles richtig gemacht. Ihr wisst ganz genau. Ich bin der Beste. So, jetzt müssen wir mal Rotar anhalten. Wir müssen mal Sachen wieder einschmelzen. Guck mal hier, 23 kriege ich wahrscheinlich nicht. Oh! Mal zurück. Bäh, ekelhaft. Ekelhaft. Knauf. Ich will aber keinen Knauf. Irgendwann. Irgendwie. So, wir brauchen ein bisschen Holz. So macht das Spaß. Ja. Oh, das brauchen wir noch. Ich meine, ich wäre hier nicht als Skelett in Sachen Schmieden in die Geschichte eingehen. Und er wollte schmieden. 10 Folgen lang saß er da und hat seine Ausdauer regeneriert. Aber dafür habe ich auch offscreen auch keine Zeit. Ja, keiner, der irgendwie ein Video macht von einem Spiel. Scharfe Augen verringert den Sichtweite-Malus von Trupps in Wäldern um 50%. Die Wahrscheinlichkeit, dass gefangene Fürsten aus ihren Truppen desertieren, ist um 50% reduziert. Hä? Die Wahrscheinlichkeit, dass gefangene Fürsten aus eurem Trupp desertieren, also quasi abhauen, ja, wahrscheinlich. Das machen wir. Wenn das funktioniert, so truppenmäßig. Wie sieht's denn aus mit unserem Clan-Rang? Dort noch ein bisschen. Das Einzige, was ich per Mod nicht anfechte, sind Truppengrößen. Weil das ist ganz wichtig fürs Balancing. Ich finde es unfair, wenn ich meine Armee unendlich groß machen könnte. Es geht ja auch darum, zu sagen, wie gut kann ich diese Truppengröße managen als Lord. Ja? Ja, sonst muss man auch keine Armee. Ich meine, wenn das nun endlich groß wäre oder doppelt so groß, dann müssten aber andere Lords das auch können. So, und dann hast du da 3 Millionen Stacks Armeen, was, glaube ich, cool wäre, ja? So, Schlachten von, keine Ahnung, 10.000 gegen 10.000, das geht wahrscheinlich eine Stunde, ja? Und ich glaube, dass mein CPU wahrscheinlich brennt an Leichen, die darum liegen. Wahrscheinlich, ja. Der hört die so.
im Feuerlöscher mich zu arbeiten. Okay, da kommt wieder eine Verstärkung. Moment. Ich muss den CPU abkühlen. Er ist vielleicht schnell, aber nicht kalt. Oder nicht ultraschnell. Ach, ich muss ja verkaufen den. Ich wollte den eigentlich behalten, zu Hause abliefern, aber irgendwie muss ich jetzt hier auch noch weiter Plünderer suchen. Komm, geh mir mal die Unanira hier wegbringen. Schade. Valaria. Valaria Morghulis. Valador Heres. Wenn ihr so eine laufende Schlacht verbündete, dazu stoßen eure Truppen. Sehen wir mal, berittene Truppen. Wenn zu einer laufenden Schlacht von Verbündeten dazustoßt. Achso, es gibt nur das eine. Was lese ich da eigentlich? Was nehme ich denn? Das ist Kingston Air, die Gnadenlose. Ah, toll. Und, Einrad von Keks. Mein kleiner Armbrustkämpfer. Ich kann ein Rad von Keks auch auf ein Pferd setzen. Ne? Er kann sie ja Pferde befehligen. Alle. Ich würde gerne alle zu Pferd setzen, aber ich brauche ja auch. Wo ist denn jetzt Burg Tirby? Was ist das für ein Name? Wo ist die Burg? Noch nie gehört. Die gehört Blandia? Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich da wieder hinlatschen. Ist doch Absicht. Na gut. Dann können wir auch durch Dogia reiten, finde ich. Vielleicht finden wir da noch einige Banditen. Oh Mann, ich könnte schon so ein paar... Mal so. Immerhin. Immerhin. 1,20 Uhr, die reiten mir aber jetzt davon bestimmt. Ja. Ohne Probleme. Ich habe sie gehasst, schon im Vorgänger-Game. Wie gesagt, Banditenfeldzüge, das kann richtig cool sein, glaube ich. Guck mal hier, Holz, holen wir uns direkt mal. Oh ja, scheiß drauf. Mitnehmen. Essen haben wir auch noch. Ja, ich meine... Schaden tut's nicht. Oh, scheiße. Hab ich gar nicht gedacht. Mini. Jetzt, okay. So, wie viele Pferdchen haben wir denn jetzt? Mann, ich konnte das nochmal anders einsehen. Wir haben auf jeden Fall einige. Pass auf, wenn wir nochmal zu Hause sind, lassen wir alle Infanteristen zu Hause. Die Reittiere nicht, weil ich will upgraden. Upgrade one tier troop next tier, persuade zero prisoners today. Guck mal, hier liegt sogar mal nicht Schnee. Ich erinnere mich da gar nicht dran, dass hier mal nicht Schnee liegen könnte. Toll, oder? Komm, wir ziehen in den Norden. Da ist schön viel Kalk und kein Schnee. Alle reiten auf Schlitten. Wunderschön. Guck mal, hier sind wieder keine Plünderer. Es sehen wir überall zehntausende Riesenplünderer-Truppen. Ich verstehe halt einfach nicht, wie auch immer diese Weltkarte designt. Warum machen sie denn die nicht irgendwie
eine Brücke. Ne, hier ist, guck mal, da ist eine Brücke. Und da. Ne? Aber ich weiß auch nicht. Oder halt einen richtigen Übergang mit Weg oder so. Nein, wir reiten über Felsen. Na, hier, da. Ja, ist halt ein Übergang, aber ich finde halt, die Karte kann 10 Millionen mal hübscher sein als das, was sie hier haben. Dass Wege und Straßen vielleicht wirklich viel mehr ausmachen. Das heißt, wenn du dich abseits einer Straße aufhältst, dass du halt viel langsamer bist. Und am 20% oder so, dass Armeen halt über Straßen gehen. Oder Pfade oder was auch immer. Klar, die können auch querfeldein gehen. Natürlich können die das. Ist kein Problem, aber Straßen sind halt besser zu marschieren, ja? Und Alleen und so. Und Römerstraßen. Kaisers im Norden ist schon wieder? Toll. Das ist voll toll. So, Burg Tirbi. Jetzt sehen wir noch mal, ob die Schöne Aha. Oh, ist doch was weiter weg. Burg Kirby. Dream World. Ach so, ja, ich muss ja warten. Und mal wieder eins von den wiederholen. Das ist auch einer der größten langweiligen Punkte in Bannerlord, sind diese blöden Banditendinger. So, nein, wir wollen Auswahl löschen. Die Elite mitnehmen. Sir! Guck mal da, unser Armbrustspezialist und unser Bogenspezialist. Ah, du Blödsack. Ich vermisse irgendwie die Arena, um ehrlich zu sein. Ja, da überlebt keiner. Bastian, sehr schön. King Stunella. Ich glaube, wir müssen einfach viel mehr Banditen... Ich glaube, das ist die Idee. Wir machen jetzt ganz viele Verstecke platt, damit unsere Leute leveln. Das ist die Idee. Dann habe ich gar nicht gedacht. Komm, ich lasse dir euch, Jungs und Mädels. Weil die leveln echt schnell. Gut, ne? Die sind halt hochlevelig. Aber wenn wir bei Seeltypen bleiben... Komm, Rochus, du musst jetzt hier mal Rochus zeigen. Ich brauche immer noch einen neuen Helm, der steht mir halt überhaupt nicht. Mann, ey, da rutsche ich ab. Ich glaube, ich sollte nicht mehr so spät spielen. Das sage ich aber immer. Da gehen sie. Viel Glück. Nee, komm, wir gehen lieber mit. Ich bin fast tot. Ja, ich glaube, wir machen jetzt viel mehr Verstecke. Von, ich mag sie nicht zu... Oh Mann, voll die gute Idee. Sehr gut, Kaishi, sehr schön. Sehr schön, ein Rad. Nee, es war Kaishi. Ich nehme auch keine anderen mit, wirklich nur die.
gehen die hier rum? Das gibt's doch nicht, ey. Ja, oder ich nehme nur meine Gefährten mit und reite über die Weltkarte. Ja, ist halt blöd, wenn dann da so ein Schwarm... wenn da so ein Schwarm 50er Plünderer kommt. Aber hey, das wäre doch auch eine Möglichkeit, oder? Ich gebe allen Pferde und dann... gehen wir mal ein bisschen üben. Das wäre es eigentlich auch. Könnte aber auch voll schief gehen, aber ist ja egal. Ich kann ja alles im Versteck lassen. Ne, und dann... Ich glaube, ich bin falsch gelaufen. Hallo? Hallo? Mann, Kaishi ist aber voll die... Ne? Mördermatrone. Der Heinrich, sehr schön. Mit seinem Hammer. Den bauen wir aber noch einen eigenen Hammer. Hammer. Wie gesagt, Heinrichs Hammer. Das gibt's doch nicht, ey. Was denn los heute? Die letzten drei Folgen, zwei Folgen schon am Abkacken die ganze Zeit. Aha. Toll, und ich hab die Armbrust. Alter, sind das viele. Oh. Ich bin tot. Wir haben verloren. Oh, Scheiße. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, beim nächsten Mal machen wir, okay, bei dem machen wir vielleicht Duelle lieber am Schluss. Scheiße. Ich habe aber auch scheiße gekämpft. Tut mir leid, das war irgendwie... Toll, ich nehme alles auf, alle sehen's. Heinrich, ja, was machen wir mit dir? Verwendung von Schild? Nee, machen wir so was anderes. Kavallerie ist doch egal. So viel dazu. Mann, das war peinlich. So richtig. Ich bin so peinlich. Ich muss jetzt mal hier aufhören, liebe Leute. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge bei Mountain Blade Bannerlord. Und bis dahin, wie immer, haut rein, Leute.